Seit vielen Jahren gehört sie zu den festen sportlichen Veranstaltungsterminen im Jahr, die Fairplay Soccer Tour der Sparkassen. In Elsterwerda und in Finsterwalde fanden bereits zum 8. Mal die Vorrunden für die Elbe-Elster-Region statt. Eine Besonderheit im Turnier in diesem Jahr: alle Siegerteams qualifizierten sich direkt für das Bundesfinale Ende Juli in Prora auf der Insel Rügen. Etwa 20.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nehmen jedes Jahr an diesem bundesweiten Soccerturnier teil. Es gehört zu den größten Kinder- und Jugendsportturnieren der Bundesrepublik. Im Sendegebiet der Lausitzwelle findet noch ein weiteres Vorrundenturnier statt, für die Region um Görlitz am 15. Mai in der Görlitzer Jahn-Sporthalle. Einen ausführlichen Bericht von den Vorrundenspielen in Elbe-Elster sehen Sie in der kommenden Woche hier im Programm der Lausitzwelle.